bei mir Visiten. So geht denn das schon los? Ich bin überfordert. Nach Pause kommt man. So, ich muss jetzt mal gucken, wo bin ich denn überhaupt? Die Apulien irgendwie total komisch. Die wurden zuerst italienisch, dann wieder lombardisch. So, das hätten wir. Tepres muss ich jemanden abtreten. So, kurze Anmerkung. Ich war letztes Mal nicht dabei, wo die 3 Stunden gespielt haben. Das heißt, jetzt sieht mein Land ein bisschen anders aus und ich bin auch ein bisschen anders. Und ich habe einen kleinen Crashkurs vor 2 Wochen bekommen und die Hälfte schon wieder vergessen, aber passt schon. Amalfi gehört nicht dazu. So. Bin ich überhaupt östlich? Keine Ahnung. An der Schnittstelle streng genommen. Ja, ich muss in beide Channels gehen. Ich bin auch nicht östlich und bin hier. Ich glaube, ich belagere irgendwas. Belagere ich irgendwas? Doch, doch, ich bin östlich. Ich meine, ich identifiziere mich selbst als östlich. Gut, ich könnte theoretisch auch sagen, ich bin Mittelmeer-Chatraum. Der Voice-Chat. Ja, Mittelmeer. Grimhild für Benevento. Ach ja, ich greife an. Sehr gut. Dillo. Wer will denn den Agilolfinger da auf dem Thron haben? Das gibt's ja nicht. Diese blöde KI, wenn die nicht einfach einen weißen Frieden gemacht hätte, wäre jetzt mein Typ. Moment. Okay. Wäre jetzt mein Typ auf der. Auf dem Thron vom Mittleren Frankenreich. Ist das jetzt schon. Mann. Nee, es wird immer noch belagert. Keine Armeen anführen. Bin jetzt schon überfordert mit den Buttons, sehr gut. Krieg erklären, um Isfahan. Welche Buttons denn? Ja, du bist da. Krieg erklären, um. So, was willst du denn? Aber. Die Lu. Was tust du denn? Archives von Ivria. Wo ist das bitte? Notieren wirst du. Was willst du denn im Rat? Gefangene, ich habe Gefangene. Ach, die Herzogin, ja. Ja, Moment. Am Rat wollen die immer nur das Gleiche. Wieder so viele Sachen hier. Brinius Meto. Ich will das eigentlich nicht. Ich hatte doch irgendein Kind, das... Oh ja, du wirst zu Genie. Das ist schön. Ein Charakter schon euch gefallen... Was fragen? Ich kann nicht so schnell lesen, wie die Events hier kommen. Du, ich auch nicht. Ja, aber ich kenne die Events halt auch alle nicht. Ich zum Teil auch nicht. Kannst du den Dienst ja um den Titel bitten? Nee, ich find's auch schlimm. Ich pausiere immer gerne. Red dich nicht raus. Ich kenn's alles auswendig, gib's doch zu. Ich kenn alles aus. Bräuchtest du Geschwindigkeit 1? Wäre echt schlimm. Nee, das ist mir noch zu schnell. Das ist mir noch zu schnell. So, ich hab meine Schwester, die Krimhild. Ah, jetzt hab ich genau was Geld bekommen. Bitte, Krimhild, krieg einen Sohn. Also eine Geschwindigkeit niedriger wäre dir lieber, dann würde ich das Martin einfach weiter sagen. Ich glaube, ja, das macht von mir mal, weil er ist Anfänger. Ja, trotzdem. Für ihn besser. Wer ist das denn? Nicht mal den. Wer ist denn Vater? Niemand. Jula, die Unkeusche, wer stehst du? Popo. So. Fühl dich getötet, Brinius. Brinius, ich glaube, es ist deine Zeit zu sterben. Exkommunikation suchen. Honky Tonk, kein Ding. Ich wollte auch nochmal sowieso dich gerade nochmal fragen. Hattest du nochmal mit Mel gesprochen oder? Ja, wir hatten nochmal kurz gesprochen. Okay. Alles klar, das ist für gut, weil er hatte mir das geschrieben, ich wusste jetzt aber nicht, ob er das dann auch gemacht hat mit mir, dann ist gut. Hallo Pepin. Okay. Gut, wenn was sein sollte, ne, schlag mich immer an. Und die anderen hast du hier zum Reden, die wissen ja auch gut Bescheid über dich. Die lügen mich doch an. Genau da. Vermutlich. Wissen wir das? Gott findet, Gott ist der unbeliebt. Ja, das ist bei mir normal. Ich mag ihn nicht. Ich meine meinen Erben.
du dumme Schlampe, wirst du sterben. Wow, schön, der Forscher. Schon in der Frosch fallen, ja. Sein Frosch, ich wusste es doch. Was hast du denn für Kriege? Achso, du hast ja schon einen auf 100%. Okay. Ich brauche nur eine Provinz. Bist du jetzt unsicher, wie du ihn abschießen sollst, Tokito? Ja, ich bin fertig. Ich war gerade nicht sicher, ob ich überhaupt fertig bin mit dem Krieg. Ja, du hast 100%, das heißt, er muss das akzeptieren, was du forderst. Ich überlege gerade, wo das war. Ich komme aber nicht mehr drauf. Tragische Eroberung von Leos. Achso, wo das war. Du hast unten diese Porträts. Ach, da. Ich bin blind, Junge. Du warst auf Hutch. Forderungen erzwingen? Was habe ich überhaupt für Forderungen? Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Welcher Krieg ist das? Tragische Eroberung von Lesbos. Dann kriegst du Lesbos wahrscheinlich. Würde ich mal schätzen. Ich mache aber mal Forderungen erzwingen. Ja. Ich habe den Krieg nicht angefangen. Ja, du hast die Provinz. Sie ist jetzt deine persönliche Domäne. Domäne zu groß. Ich brauche Geld, ich bin so arm. Das heißt, ich muss sie jetzt wieder verkleinern? So war das irgendwie, ne? Ja, du bist über dein Domain-Limit. Ich habe jetzt natürlich nicht eine Übersicht, wie deine weiteren Möglichkeiten sind. Du könntest theoretisch erweitern, aber ich weiß nicht. Ist auch immer die Entscheidung, wo möchte man seine Hauptdomain legen, langfristig. Konvertierung von Sani. Aber die ägäischen Inseln sind eigentlich nicht so, so toll als Domäne auf Dauer. Also die würde ich an einen Grafen weitergeben. Wo war wurde das dir schon... Wurde ich schon erklärt, dass Mann auf der Straße Prinzip was benutzen? Das Mann von der Straße. Was? Ja, du, wenn du genug Priorität hast. Wobei, du bist Muslim. Das ist der Toll. Priorität hast du. Geld. Scheiben wir so. Okay, ich würde. Du, bei deinem Hof lädst du einen heiligen Mann an und dem gibst du halt. Nee, Pepin wird garantiert nicht der. Ich überlege gerade wieder, wie ich diese Domäne verkleinert habe. Also. Fällt so nicht mehr ein. Du gehst auf dein Intrigenmenü. Du holst jetzt einen heiligen Mann am Hof. Der Papst ist lustig. Und dann? Und dann gehst du auf dein Porträt wieder, dann auf einen Hof und bei Höflingen. Bei Höflingen. Muss schauen, dass es nur nicht dein Erbe ist. Den einen Höfling, der hat keine Macht, der hat keinen Titel. Den gibst du diese eine Karte. Nein, warum hat sie Krebs? Warum? Die stirbt jetzt. So ein Scheiß. Also, wie heißt sie denn? Lesbos. Grafschaft Lesbos. Den einen Höfling. Das ist behindert. Ich glaube, für den du hast ein Problem. Scheiße. Warum hat die Krebs? Und warum hat sie das Lagerfieber? Ja, jetzt ist sie tot. Landtitelgewehren war das dann, oder? Ja, Landtitelgewehren. Kann ich vergessen. Das muss man doch auch noch nicht Dings nehmen. Wer lässt sich nieder? Die Ungarn. Das stört jetzt. So hier Landtitel zu gewähren. Lesbos musst du ihm gewähren. Das ist so unglaublich. Ich dachte wirklich, dass Pepin jetzt irgendwie was reißen kann, aber nein. Habt ihr übrigens schon gesehen? Die Merowinger sind an der Macht. Ja, toll. So knapp war's. So knapp. Na gut, dann heirate mal wieder. Schon rausgefunden? War das jetzt richtig? Soll ich das tun? Ach. Ja, jetzt hast du es ihm verteilt. Okay, passt schon. Wieder. Ah. Ich
halt den Vogel bekommen. So, sonst bist du noch über dein Lebensjahr in den Krieg gegen Bulgarien. Ja, wie juckt's. Oh, der ist ja dabei. Sind das unterschiedliche Waffen? Auch Geld. Warum musste sie sterben, meine Schwester? Ja, gut, dass die Wappen so überhaupt nicht unterschiedlich aussehen. Die vom Bulgarien, oder? Ja, die vom Feind. Ich habe hier zwei nebeneinander, die sehen von weiter weg genau gleich aus. Das verstehe ich. Interessant, du hast einen Waffenstillstand mit Khan Bulga und greifst die gleichzeitig an. Wer, was? Das ist nicht so klug. Er ist ein Lehnsherr. Er ist im Krieg mit drin über seinen Lehnsherrn. So, okay. Ich bin nicht mehr Byzant. Achso. Ah, Peter ist auch da. Aber Peter kennt sie auch nicht aus. Wie viel hat denn Byzant? Der könnte mir in EU4 helfen, wenn ich mal wieder eine Multiplayer-Runde spiele. Der hat auch 4000 Spielstunden. Wer könnte dir da helfen? Das ist einer meiner Zuschauer, der hat 4000 Spielstunden in EU4. Ich könnte ihn spielen lassen, behaupten, ich würde spielen. Ja. Mal gucken, ob es jemanden auffällt. Wissen die... Was ist das denn jetzt? Na, jetzt hab ich den getötet. Zitieren? Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Was denn? Was hast du nicht? Ich habe was akzeptiert. Ich bin mir nicht sicher, ob er so klug war. Okay. Ich werde es merken, wenn es plötzlich zurückkommt. Okay, lassen wir das mit Peppi. Herzog von Spoleto. So, jetzt bin ich mir nicht sicher. Du hast eine Schwester. So, ich will ein Verlöbnis haben. Ich habe nur leider keine männlichen Nachfolger. Okay, ich muss das. Ja, toll. Mal kurz gucken. Meine ganze Strategie anbauen. Halt, Wandeltaste. Selbst der aktivieren kommt. Das geht ja auf den Nerv. Hast du das? Du bist auf Hatsch. Okay. Ja, komm. Du machst gut, pietätisch schon mal ganz gut als Muslim. Das ist nicht geerbt. Hast du eigentlich vor, diesen Kurs weiterzugehen? Pietätisch zu sein im Byzantinischen Reich. Wer, ich? Schade. Ja, ja. Das ist gefährlich. Papa, das ist schon ein Risiko. Ich weiß schon, was ich tue. Gut. Oh, seid ihr weg? Ich bin ein Falkner. Bin ich jetzt toll. Also dein Nachfolger wird wieder ikonoklastisch. Was? Meine? Ja. Boah, 553 nur für so einen scheiß Anspruch. Allem diese ekligen Ikonoklasten. Eklige Ikonoklasten. Salute. Ich hole mir jetzt Ancona, das ist mir jetzt wurscht. Gehört das auch noch zu dem Reich von... Oh, dann. Von Sizilien. Sorry, aber da, wo sich Alfred reingesetzt hat, werde ich wohl bald Krieg führen müssen. Der steht dezent nah an meinem Expansionsziel. Am Ende kannst du ihn vassalisieren, weil er sich freiwillig ergibt. Also. Alfred als Vasallen haben, ich schicke den eher nach Arabien, ich erobere da was, sondern... Kann er in Arabien als Einprovinzler herumgurken?
ja nicht mit. Ich kann nicht, weil ich gerade bin. Scheiße. Wenn ihr stirbt. KI-Test, wo kommen wir denn da hin? 96%. Schon fast zu viel Krieg. Das ist mir halt zu teuer. Also, das ist nicht eben was da oben. Muss weiter intrigieren. Planst du denn überhaupt? Ich? Nix. Wie nichts? Das ich glaub ich. Ich Badei natürlich übernehmen. Böser Fest. Junge. Weißt du, irgendwelche Wagen hast, musst du dann stellen, bitte. Das Dumme ist, ich hatte so einen schönen Plan, darüber ich König Pippin vom mittleren Frankreich zu Pippin den Buckligen zu machen. Also sprich, Pippin den Buckligen auf den Thron zu hieven. Und weil der matrilinear mit meiner Schwester verheiratet war. Aber natürlich hat der Idiot nur irgendwelche Töchter gezeugt und dann ist die an Krebs gestorben. Oh, passiert. Ist nicht gut. Offene Ratsposition. Ja. Du bist, dass meine Dynastie so fast am Aussterben ist. Dein Rat hat keine Macht, oder? Was? Dein Rat, schätze ich mal, hat keine Macht, oder? Ich weiß nicht, ist auf jeden Fall zufrieden. Also die Inflation. Was kannst du über die Ratsgesetze überprüfen bei dir? Weiß ich nicht. Also, nö, hat er nicht. Nur ja, gut, dann ist er egal, wenn er da reinschickt. Ist mein Charakter fett geworden? Das ist irgendwie schlecht, wenn der Nachfolger eine andere Religion hat. Marshall ist weg. Das ist jetzt eine Frage, was du dann vorhast. Also du. Naja, für dein Reich wäre es, glaube ich, halb so schlimm, weil du recht viele Domänen hast und fertig zu deinen Vasallen. Dein Vorteil ist, wenn er ikonoklastisch ist, der Kaiser kann dir dann nicht mal einfach den Titel entziehen, wenn er will. Natürlich ist dann die Expansion wiederum innerhalb des Kaiserreiches. Also ist es schwerer. Mein Gott. Ist es eine Sache, wie du das halt abwächst? Meine Gattin ist. Das weiß ich auch noch nicht. Konvertierung von Böhmen. Das weiß ich, wenn ich es gemacht habe. Mein Gott, das ist Böhmen und das ist ikonoklastisch. Böhmen ist ikonoklastisch, oh Gott. Ja. Kann ich den jetzt einfach so angreifen? Ins Ehrenminol. Town legt ich gut vor. Da willst du nicht heiraten. Litauen. Ja, ja. Der macht das einigermaßen okay. Versteckt sich? Was nehmen wir da jetzt? Oh Gott, ich hasse das dann. Solange man kein unabhängiges Reich ist, ist es Vasallen über sich Horror gefühlt. Oh, ich hab mich jetzt fest dran gewöhnt. Moment. Ich bin so arm. Unabhängig möchte ich erst werden, wenn ich hier alles in Persien erobert habe. Ich glaube, ich erobere jetzt einfach noch. Ich glaube, ich werde erst so eine. Na gut, nee, ich kann die Religion noch behalten. Solange ich nicht Ältestenrecht habe, bleibe ich wahrscheinlich offiziell noch islamisch. Spätfeudale Verwaltung und Ältestenrecht, da warte ich auch drauf, bis ich meine eigentliche Religion annehme. Hust. Ich bin natürlich ein sehr gläubiger Muslim. Ja, ich auch. Ich brauche das Ramadan. Ja, ja, lass mal zusammen feiern. Uff. Lass mal zusammen Ramadan feiern. Jetzt habe ich auch die Pyramide in meinem persönlichen Besitztum. Überhaupt keine Andeutung. Na,
Kontrollieren tust du sie sind. Ja noch nicht, leider. So wie ich auch nicht das Haus der Weisheit kontrolliere. Das kontrolliert immer. Naja, ist die Grafschaft. Ja, die Grafschaft, aber das Wunder kontrolliert immer der oberste Lehnsherr. Egal, wer das kontrolliert. Selbst wenn du das abtreten würdest an einen deiner Vasallen später, würdest du es immer noch behalten, die Pyramiden für dich. Nur den Bonus der Pyramiden oder des Leuchtturms, der ist halt immer für die Provinz meistens. Also zumindest, wenn er steht, lokal. Daher lohnt es sich schon, die Provinz zu besitzen. Aber man muss es nicht. Onky Tung hat ja auch ein Wunder, was ihm nicht mehr gehört. Was hab ich? Die Hagia Sophia in Konstantinopel. Ich hab einen neuen Erben. Also, hab ich das? ich weiß nicht, gibt's hier ein heiliges römisches Reich in dem Spiel? Nee, du bist das römische Reich. Das war nicht meine Frage. Das heilige römische Reich gibt's noch nicht. Nein, es gibt's noch nicht, okay. Wo sehe ich denn, wer kommt, wenn ich jemanden angreife? Oh mein Gott, ich mach die einfach zum Ding, weil die das karolinische... Wenn jemand kommt, wenn jemand angreift? Nein, wenn ich jemanden den Krieg erkläre, wer dann mit in den Krieg kommt. Ah. Es tut mir leid, aber du musst sterben. Das war jetzt auch keine Antwort auf meine Frage. Ja. Aber du musst doch jetzt sterben, Honky. Also, ob, wo du siehst, wer dich angreift. Ach, bei der roten Flagge, sehe ich das richtig? Also du hättest schon, wenn du im Krieg startest, bist im Porträt mit die Fraktionen über sich, die dich bekämpfen. Sonst, weiß ich nicht, meinst du... Schließe die Partei des Gegners an. Ich hab's schon gefunden, glaube ich.